Leute, erkläre ich euch mal von Megadeth das Riff von Tornado of Souls vom Anfang. Ja, es ist ein Riff, ja, im Großen und Ganzen ja in B-Moll. Eigentlich ist es sogar mit der Blues-Tonleiter gemacht, wenn man es ganz genau nimmt. Oh Wunder, eine Blues-Tonleiter kann auch nach Heavy Metal klingen. Man muss nur wissen, wie. Ja, gehen wir mal gleich ran. Die erste Note ist auch der Grundton gleich, also wir fangen an, ihr könnt euch auch theoretisch grob die Pentatonik in der siebten Lage vorstellen, den Standardfingersatz. Ne, damit dann habt ihr schon fast die Töne alle. So, es fängt an auf der, im siebten Bund auf der tiefen E-Seite mit dem B. Und der Gag an dem Riff ist eben halt, es fängt halt nicht auf der 1 an, sondern eben halt auf der 4 und. Der erste Ton ist immer vorgezogen. Das ist immer 1, 2, 3, 4 und. Ne? 1, 2, 3, 4 und. Ne? Das ist der Gag an der Sache. Der Ton klingt auch zur 1 über, sodass dieselbe Note auf der 1 und auch nochmal gespielt wird. Das ist immer 1 und 2 und 3 und 4 und. Ne? Ne? 1, 2, 3, 4 und. So fangen wir mal an. Wir spielen zweimal den ersten Ton. Immer 1, 2, 3, 4 und. Und dann fangen wir an mit einem kleinen Lauf eigentlich. Und dieser kleine Lauf, der ist jetzt eigentlich schon gar nicht mehr die Pentatonik, sondern eigentlich eher die komplette Molltonleiter. Und zwar spielen wir ab der 1 und, das B, einen Ganzton höher, die Note Cis ist es dann, und dann noch einen Halbton höher, die Note D noch jemand. Also einen Halbton und einen Ganzton oben drauf. 1, 2, 3, 4 und. So, dann gehen wir noch weiter. Der nächste Tonleiterton kommt auch noch. Das wäre die Quarte, die noch kommt. Das wäre die Note E im siebten Bund auf der A-Seite. Den hängen wir auch noch mit hin dran. Selbe, alles Achtelabstand. 1, 2, 3, 4 und. So, an der Stelle jetzt macht er ein Hammering. Das ist auch noch ein Halbton obendrauf jetzt von dieser Note aufs E. Und zwar, ja, das machen wir mit dem Mittelfinger. Das ist eigentlich, genau genommen, ist das jetzt die Blues-Tonleiter, die er da spielt. Und ja, er macht ein Hammering. Und auch gleich wieder ein Pull-Off. Und dieser Pull-Off, den spielt er im Abstand einer Sechzehntel. Das heißt, das E selber klingt noch eine Achtel auf. Und dann der Mittelfinger macht ein Hammering und gleich ein Pull-Off. Ja, das ist dann auf der Zählzeit. Was ist das hier auf der 3 und ist es dann? Ich meine, dann haben wir 1, 2, 3, 4 und. Dann spielen wir mit dem kleinen Finger das D nochmal im 10. Bund auf der tiefen E-Seite. Zu dem Ton gehen wir dann nochmal zurück. Und dann spielen wir die Blues-Tonleiter komplett. Also was heißt die Blues-Tonleiter komplett, aber die Töne der Blues-Tonleiter auf der A-Seite komplett hoch. Das wäre der 7. Bund, der 8., ne, wo wir eben das Hammering gemacht haben. Und noch als nächstes kommt die Quinte im 9. Bund, auch noch, das wäre die Note Fis. Also die drei Töne sind alle im Abstand von einem Halbton immer jeweils. Ne, ich schlag's mal alles an. So, und dann geht's noch weiter rauf. Wir hängen noch die, ja, die Septim, wir gehen in den siebten Bund von der zur D-Seite zum Ton A hin. Also wir hängen die kleine Septim noch hinten dran. Also auch ein pentatonischer Ton eigentlich oder von der B-Moll-Tonleiter, wenn man so will. Ne? So, und jetzt gehen wir einen Tonleiterton zurück. Wir gehen wieder zum neunten Bund, zu dem Fis auf der A-Seite. Ne? Und den Ringfinger, diesen Ton haben wir jetzt mit dem Ringfinger, den müssen wir jetzt umklappen, weil die nächste Note, die wir spielen, spielen wir auch im neunten Bund, halt jetzt auf der D-Seite. Und da würde ich jetzt nicht einen anderen Finger nehmen, sondern da würde ich den Ringfinger halt umklappen, sodass wir auf sowas kommen. Ich mach's mal ganz langsam. Klappe ich den Ringfinger halt so runter, den setze ich gar nicht um, sondern ich klappe ihn nur runter. Und wir machen auf der, wir sind dann jetzt ja auf der D-Seite im neuen Bund, da machen wir einen Pull-Off von unserem runtergeklappten Ton sozusagen. Ne, wir müssen den Zeigefinger ganz schnell mit hinterher kriegen und machen einen Pull-Off vom 9. in den 7. Bund runter, also vom H aufs oder vom B aufs A. Ne, dann sind wir fast fertig.
ganz langsam. 1, 2, 3, 4 und... klappen wir auch mit dem Zeigefinger, im Spielfluss geht es ein bisschen besser. Jetzt klappen wir auch den Zeigefinger einmal um, weil wir spielen als letzten Ton die Note D im siebten Bund auf der G-Seite und den kriegen wir auch nur so zu fassen, indem wir den Zeigefinger umklappen. Mit diesem Zeigefinger, dann machen wir ja so einen ganz üblen Barré eigentlich. Wir wären jetzt genau auf der Zählzeit 4 gewesen und auf der 4 und müssen wir sofort wieder mit dem Zeigefinger runter zum zu unserem Anfangston, weil die zweite Runde fängt auch wieder auf der 4 und halt an. Und wir spielen beim zweiten Durchgang nur die allerletzte Note anders. Das ist alles, was da anders ist. Es ist beim ersten Mal. Dann gehen wir auf der 4 und wieder zu dem B hin. Ne? Auf der 1 und geht der Lauf dann wieder los. Ne? Bis wir den Ringfinger umklappen wieder. Wieder den Pull-Off machen. Und jetzt kommt wieder der Ringfinger. Die letzte Note im zweiten Durchgang ist nämlich dann im 9. Bund auf der A-Seite. Das ist dann nämlich das Fis wieder. Und dann geht das Ding wieder von vorne los. Ne? Denn wenn wir das Riff in Schleife spielen. Im Original kommt es am Anfang gar nicht so häufig. Der Sound ist ganz cool. Ich finde es eigentlich ganz geil, wenn man einen relativ trockenen Sound dafür verwendet, weil das Riff ist so schnell, das wird grob bei 196 gespielt, das ist so schnell, wenn man da zu viel Hall oder gar Delay oder sowas draufpackt, dann verwüschelt alles, was man da so spielt, wenn man es nicht ober deutlich spielt. Und eher die Nummer mit einem knochentrockenen Zerr-Sound spielen, das kommt sehr viel geiler. Viel Erfolg!